mich. Oh. Okay, haben wir hier ein Autosave, was wir reingegangen sind? Ja. Es soll geschehen. Das ist jetzt ein Bug. Warum hast du jetzt wieder Max Leben? Okay. Kann ich helfen? Verschwimm mal sicherheitshalber, dann bist du schwieriger zu treffen. Wie kann ich dem Besten zu Diensten sein? Ist etwas nicht in Ordnung? Hier? Jo, jo, wie kann ich helfen? Okay, das ist nicht so schön. Aber ja, irgendwie ist er wieder auf maximalem Leben. Vorwärts! Kann ich helfen? Okay, das ging arg schnell. Ist etwas nicht in Ordnung? Bereit für neuen Tag? Wie kann ich helfen? Weiter! Was? Dein Befehl? Es soll geschehen! Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Was ist los? Ja? Okay, weiter. Was können wir weiter? Ich weiß nicht, wie lange. Ich werde tun, was ich kann. Komm, noch eine Steinhaut. Ja? Kann ich helfen? Nochmal. Und weiter. Genau, kämpft gegen unsere erschrockenen Bestien. So. Sag, was du von mir willst. Fingala geht auf euch zu und schüttelt kräftig eure Hand. Sie lächelt einen Moment zu euch hoch und verschwindet dann wieder. Leb wohl, kleines Mädchen. Weiter! Okay. In einem Wachturm haben wir eine Gruppe von Bogenschützen getötet, die die Tiefengrumsklaven überwachten. Als wir gerade fertig waren, hat Fengala den Turm. Aber vielleicht sollten wir hat Fengla den Turm betreten. Sie hat mir die Hand gereicht und wenn ist dann gleich wieder verschwunden. Wenn ich einen Schritt machen muss, fallen mir die Füße ab. Okay, Stufe erhöhen. Oh, ein Stufe 2 Priesterzauber. Hand auflegen, Trefferpunkte, ja. Stufe 2 Priesterzauber. Da hätte ich gern göttliche Macht für dich. Das ist nämlich gar nicht mal so schlecht. Du kriegst auch einen, kriegst Trefferpunkte. Du hast jedoch leider nicht göttliche Macht. Ja, Rindenhaut. Durch diesen Zauber wird die Haut des betreffenden Wesens so widerstandsfähig wie Baumrinde, sodass seine Basisrüstungsklasse auf 6 steigt. Plus 1 Rüstungsklasse für jede vierte Erfahrungsstufe, die der Priester erreicht hat. Auf der vierten Stufe also 5. Auf der 8. 4 und so weiter. Außerdem Bonus auf Rettungswürfe. Flammenklinge. Wäre auch nicht schlecht. Gute Beeren ist so lala. Einhornlanze, Bestienklauen. Nee. Nimm Flammenklingen. Pfeile, ich bin die müde. Man wahrscheinlich wir gut rasten. Zu Geld machen kann. Ich muss mich bald ausruhen. Wie kann ich in Ordnung? Dein Befehl? Ich bin erschöpft. Kann ich hier drin rasten? Ja, kann ich. Ja? Vorwärts! Sag, was du vor. Es soll geschehen!
Warum gab es einen Glockenschlag? Oh, das ist ein schöner Feldharnisch. Also jetzt kommt alles hierher. Okay, Durchbohrungspfeile. Gut, dann gucken wir die beiden mal an. Das ist einfach nur ein Feldharnisch plus 1. Und das ist ein Bogen. Okay, ein Feldharnisch plus 1. Kann von niemandem getragen werden. Weil ihr tragt ja schon Feldharnisch plus 2. Der ist allerdings leichter als der da. Und hat auch Rüstungsklasse 0. Ja. Du kannst den leider nicht. Doch, du kannst ihn tragen. Kettenhemd des Lebens. Minus 2 Rüstung ist besser. Das ist ein Plattenpanzer. Ja, toll, wenn ich das Kettenhemd. Also erstmal sieht es doof aus, das Kettenhemd. Kann ich den nicht mehr tragen. Das bringt dann nicht viel. Gut. Dein Befehl? Ja, gewiss. Diese Bälle sehen sauber und bequem aus. Dies wäre vermutlich ein guter Platz zum Rasten. Wie praktisch, dass hier 6 Stück stehen. Also hier können wir uns zur Sicherheit zurückziehen. Jetzt muss ich nur noch den Ausgang finden. Ach, der ist hier. Es soll geschehen. Gut, das heißt, alle Sklaven hier sind schon mal weg. Das heißt, wir können uns hier jetzt in Ruhe fertig umsehen und die restlichen Feuersalamander töten. Erstmal müssen die Feuersalamander weg. Die machen nämlich im Nahkampf durch hier Flammenaura viel zu viel Schaden. Zwingstatuen erheben sich bedrohlich über den Eingang zu Totorntief. Die Zwerge haben einen Ausdruck stoischer Entschlossenheit auf ihren bemalten Steingesichtern. Ja, es ist übrigens nett, dass sich die Lebenspunkte jetzt langsam einpendeln, also wir keine so großen Schritte mehr machen. Also ja, auf der einen Seite ist es schlecht, weil wir haben weniger Lebenspunkte. Auf der anderen Seite ist es wiederum gut, weil wir können uns effektiver hochheilen. Hallo, Feuersalamander. Spür meine sternerne Klinge. Hört auf, eure Sklaven abzufackeln. Das Viecher. Dieses Mal. Euer Ende ist nicht. Die Götter euch gnädig sein. Kommt her, wenn ihr euch traut. Ah!
Okay, hier ist ein Aufzug. Mögen die Götter euch gnädig sein. Auf in den Sinn! Mögen die Götter mich schützen! Nach Obliette. Was auch immer Obliette ist. Und ja, die meisten Häuser und so sind hier verrammelt. Wo es da geht, haben wir keine Ahnung. Dieses Mal müssen Taten deutlicher sprechen als Worte. Okay, ich glaube, wir brauchen langsam wieder eine Verteidigungsmatrix und eine Hass. Wie kann ich am besten zu Dienst so viele Gegner? Ich wasch mir meinen Bart in das. Ich werde mich töten. Vorwärts! Hier sind zwei Löwenköpfe. Okay, hier wohnt ein Maul. Ja, sofort. Ich nehme an, ihr bringt mir noch Topasse zum Schleifen. Legt sie nur dorthin und lasst mich weiterarbeiten. Tut mir leid, ich weiß nicht, von was ihr redet. Ich schätze, selbst Markevs Schergen haben etwas Besseres zu tun, als hier reinzukommen, mich zu schikanieren. Ich heiße Norl, ich bin Diamantenschleifer. Markev hätte mich hier gefangen, damit ich für seinen Meister Diamanten und für seine Konkubine kunstvolle Schmuck anfertige. Was ist mit eurem Bein los? Margaret hat mir Fesseln angelegt, weil ich versucht habe zu fliehen. Ich schätze, ich sollte froh sein. Zumindest hat er mir nicht die Zunge herausgeschnitten. Eines Tages bekommt der Bastard, was er verdient. Wer ist Margaret? Margaret ist ein Mensch, der im Palast des alten Dorn. Ja, da fehlt ein Wort wohl. Der im Palast des alten Dorn wohnt, residiert, herrscht. Hat sich selbst zum obersten Kammerherrn ernannt. Er lebt auch mit seiner Konkubine Ginafe und seinen beiden Leibwächtern. Schergen, die von einem Halbling namens Sef angeführt werden, bewachen den Eingang zum Palast. Markev hat sich gerne fürchterlich wichtig. Er ist nichts weiter als ein gemeiner Verbrecher. Und für wen arbeitet Markev? Was macht er hier unten? Markev dient einem Priester eines menschlichen Gottes, der Emata heißt. Ich weiß nicht über diese Religion. Aber mir scheint, sie beinhaltet grausame Strafen und Sklaverei. Er erzählt uns immer, dass wir für den Martyr leiden müssen und dass wir Sklaven seines Willens und dem der Kirche sein müssen. Wer ist dieser Priester? Wie sieht er aus? Er heißt Pokelin, ehrwürdiger Bruder Pokelin. Er sieht wie ein Irrer aus. Er trägt weiße Roben mit roten Flecken am Saum. Als liefe er durch Blut. An seinen Ärmeln sind auch Flecken, seine Handgelenke sind immer verbunden. Er trägt eine rote Mütze und seine Augen sind kalt wie Eis. Also ein nicht so guter Ilmater-Fanatiker. Ja, das ist immer das Schlimmste. Naja, Ilmater ist der gebrochene Gott. Die Anhänger Ilmaters glauben daran, dass sie leiden müssen, also eigentlich den Leid anderer Leute auf sich nehmen müssen. Die durchgedrehten Ilmater-Priester glauben, dass sie den Leid verteilen müssen. Wo finde ich diesen Mann? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich es wissen will. Ab und zu, wenn Margaret herkommt, überkommt mich der Drang, aufzuspringen und ihn zu schlagen. Ich hatte denselben Gedanken, als Pokelin herkam. Sofort packte er meinen Kopf und schaute mir direkt in die Augen, als hätte er es gewusst. Interessant. Leb wohl, Norl. Gut. Sag, was du von mir willst. Es soll geschehen. Worum handelt? Brauchst du mich? Auch gerne. Es soll geschehen. So, das heißt, wir haben hier den Palast entdeckt. Wir haben hier einen Weg runter. Hier einen Weg in die Minen. Und dann haben wir noch hier Höhlen. Also einen Durchgang. Mal sehen, was ist hier drin.
Sofort. Nein, danke. Mit dir will ich nicht gerade nicht nochmal reden. Ich habe so das Gefühl, dass das dann der Weg weiter ist. Gucken wir mal. Wo geht's hier hin? Lasst mich, was... Wieso haben es Markus Schergenrich ausgerechnet auf mich abgesehen? Wovon redet ihr? Ich habe es nicht auf euch abgesehen. Geht es euch gut? Euer Atem klingt ziemlich flach. Nein, ich will euch herumschubsen. Was ist das hier? Geht es euch gut?